Heyo Leute, Kramix hier, was geht ab, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf das neue Video von Tamedic reagieren. Und zwar Standardskill, vergiss die Aufnahme zu stoppen, musst du sehen. Ich bin sehr gespannt, Leute. Lass dein Like und dein Abo da. Let's go. Heyo Freunde, Tamedic hier. Standardskill ist mein absoluter Lieblings-YouTuber und ich kenne ihn schon... Hey, das hat der neulich noch über mich gesagt. Tamedic, du musst dich mal entscheiden, wer ist jetzt dein Lieblings-YouTuber? Seit vielen, vielen Jahren. Daher habe ich schon super viele Videos von ihm angeschaut, die ein Großteil von euch gar nicht kennt. Einige Videos davon sind so richtig eskaliert und die dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Heute schauen wir uns also mal die verrücktesten Momente mit Standardskill an. Bleibt aber unbedingt bis ganz zum Schluss dran, denn die Clips steigern sich von Minute zu Minute. Irgendwie wird manchmal die Qualität Ach übrigens, ich habe mir vor ein paar Tagen echt viele V-Bucks aufgeladen und möchte vielen Abonnenten bzw. Zuschauern eine Freude machen und ihnen viele Fortnite-Skins schenken. Genug geredet, kommen wir mal zum Video. Im ersten Clip hat Standardskill einfach sein Lieblingsspiel Fortnite gelöscht, während er gerade ein Video aufgenommen hat. Leute, das Video ist unglaublich und ihr dürft es nicht verpassen. Aber lasst es mich erstmal ganz kurz erklären. Standardskill ist ja für seine Fortnite-Videos bekannt. Davor hat er zwar GTA-Videos hochgeladen, aber so sein Main-Spiel ist, sage ich mal, auch Fortnite gewesen. Zumindest verbinde ich Standardskill mit Fortnite, wenn ich an ihn denke. Auf und ich würde sogar schon sagen, dass Standardskill eine sehr, sehr impulsive Person ist. Sprich, wenn ihn irgendwas stört, dann kann er auch so richtig ausrasten. Ich denke, dass... Wobei Stani echt ruhig geworden ist. Früher ist er, war der mehr am Ausrasten. Alle von euch auf jeden Fall verstehen, die auch seine Videos anschauen. Das kann wirklich die verschiedensten Gründe haben. Also zum einen kann es sein, dass er zum Beispiel gestreamsniped wird, was natürlich extrem ärgerlich ist. Da kann ich ihn auf jeden Fall verstehen. Aber es können natürlich auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel, dass das Spiel einfach buggt oder, keine Ahnung, irgendein Freund ihn ein bisschen ärgert. Naja, ich habe auf jeden Fall ein Video gefunden, in welchem er Fortnite deinstalliert hat. Kurz davor ist er natürlich extrem ausgerastet, wegen einem kleinen Fehler, den er in Fortnite gemacht hat. Und zwar hat er sich gerade nach oben gebaut und dann hat er auf einmal vergessen, irgendetwas zu bauen und ist in die Tiefe gestürzt. Dabei hat er aber so viel Leben verloren, dass die ganze Runde Fortnite für ihn vorbei war. Und am Ende war er sogar so sauer, dass er das ganze Spiel deinstalliert hat. Und einige Zuschauer von ihm haben sich daraufhin natürlich viel Sorgen gemacht, ob er Fortnite überhaupt noch hochladen würde oder sonstiges. Was danach aber passiert, ich jetzt ist, auch mal das sehen. Erfahrt ihr am Ende des Videoclips. So, mit O. Wo versteckt Das ist ein altes Video. Da war er noch in seiner alten Wohnung, nicht mal in seinem Haus. Ah, den wollen wir uns lecker schmecken, auf entspannt. Ja, Bruder, flieg ruhig. Okay, Digga. Das war's. Das war's. Das war's. Die Kette trägt Stani auch irgendwie gar nicht mehr. Seine Goldkette. Ich vermisse ein bisschen den alten Stani. Oh mein Gott, er löscht Fortnite. Oh mein Gott, er löscht. Hater würden sagen, ist fake. Geil, noch auf PlayStation 4 damals. 10 Minuten später, wieder Fortnite. Ja, Fortnite-Hype war schon eine geile Zeit damals. Der nächste Clip wird aber mega verrückt, denn 2018. Auf Platz 4 haben wir einen Clip aus seinem Livestream. Und zwar hat Standardskill eines Tages mit SU einen Livestream gestartet. Und in diesem Livestream fragte SU Standardskill auf einmal, ob er ready ist. Also ich nehme mal an, sie wollten eine Runde Fortnite spielen. Was sie genau spielen wollten, kann man in dem Videoclip nicht ganz so erkennen. Auf jeden Fall ist Standardskill dann zu seinem Gaming-Setup gerannt, um irgendwie mit SU zu reden. Aber dabei ist ihm etwas echt Schlimmes passiert. Denn während Standardskill halt eben zu seinem Gaming-Stuhl gerannt ist, ist er einfach auf seinen Boden gefallen. Und das sah wirklich schmerzhaft aus. Und man sieht wirklich in seinem Gesicht, dass er komplett geschockt war. Den das Clip Komische kenn ich dabei gar nicht. Ist, Standardskill hat kein einziges Wort gesagt. Also er hat sich einfach an seinen PC gesetzt und so getan, als ob nichts gewesen wäre. Jetzt blende ich euch aber als allererstes den Clip an. Ja, ich glaube, ich kenne den Clip gar nicht. Like das Video und abonniere meinen Kanal für eine Woche. Ganz viel Glück. Jungs, seid ihr ready? Seid ihr da? Was? Okay, dann wechseln wir kurz die Sicht. Wie denkt ihr? Er ist einfach wie so ein nasser Sack Reis umgefallen. Da ist der Clip ausgegangen. Lasst es mich doch jetzt gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Was oh war mein das, Gott, Leute? Freunde, auf Platz 3 haben wir den allerheftigsten Ausraster von Standardskill. Oder zumindest einer der heftigsten, denn Standardskill ist so oft am Ragen, also da kann man gar keine Rangliste machen. Am Anfang müsst ihr wissen, das ist ein sehr alter Clip von Standardskill. Ja, das heißt, es kann sehr gut sein, dass viele von euch diesen Stani ist ein bisschen Rentner geworden, der ragt nicht mehr so, der ist ruhig geworden. Schade. Clip noch
überhaupt nie gesehen haben. In diesem Clip ist Standardskill noch in seiner alten Wohnung. Das heißt, man sieht noch sein altes Gaming-Setup und das gibt richtige OG-Feelings. Naja, alle von euch, die sich an dieses Zimmer noch erinnern können, die drücken jetzt alle mal auf den Daumen nach oben. In diesem Zimmer hat er noch so oft GTA-Videos hochgeladen und in seinen alten GTA-Videos ist Standardskill immer so richtig ausgerastet und ich muss mir da immer komplett das Lachen verkneifen, bestimmt weil ich das Hunger so Games lustig finde, wenn Standardskill einfach ausrastet. Und einmal hat er so bitter verloren, dass er einfach seine Tastatur genommen hat und einfach kaputtgeschlagen hat. Ich meine, Freunde, das kennt doch bestimmt jeder Gamer. Also ist euch das auch schon mal passiert? Habt ihr auch zum Beispiel schon mal eure Tastatur, eure Maus, euren Controller gegen die Wand geworfen? Schreibt es mir mal jetzt gerne runter in die Kommentare. Ich bin gespannt. Jede Antwort von euch bekommt von mir ein Herz. Also ich muss sagen, mir persönlich ist schon doch der ein oder andere Controller mal gegen die Wand geflogen. Manchmal kann man beim Zocken seine Emotionen einfach nicht unter Kontrolle halten. Aber wenn man dann irgendetwas zerstört, wie zum Beispiel seinen Controller, dann ärgert man sich im Nachhinein doch richtig, oder? Ah, ich meine, eine Tastatur oder ein Controller oder eine Maus kostet beherrscht euch, Leute, ohne. Ich habe früher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, so als ich gerade mit YouTube angefangen habe, mit 15, 16, da habe ich so oft meine Controller durch die Gegend geworfen, im Nachhinein so unnötig. Würde ich jetzt heute gar nicht mehr machen, auch wenn ich bei einem Spiel verliere und man sich vielleicht aufregt. So dumm dieses Controller durch die Gegend werfen, macht einfach nur alles kaputt und so. Das tut einem dann schon im Herzen ziemlich weh. Auf Platz 2 haben wir einen Clip, in dem ihr Standardskill so richtig leid tut. Und zwar kennt ihr doch bestimmt Standardskills beste Freunde, und zwar Savile und iCrimex. Auf jeden Fall haben sich iCrimex und Savile eines Tages dazu entschieden, Standardskill einfach komplett hops zu nehmen, okay? Sie haben ihn komplett geprankt. In diesem Video haben sie so Fortnite-Packs geöffnet und wenn man dieses Pack aufmacht, dann kommt halt eben eine random Fortnite-Skin-Karte raus. Die Chili essen. Und da steht natürlich auch die V-Bucks-Anzahl. Also Legendary-Karten bringen einem natürlich mehr als epische Karten, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und da hat jeder halt eine Handvoll Karten bekommen und der musste sie öffnen und derjenige... Aber warte mal, Leute, fehlt hier nicht was? Derjenige, der fehlt am meisten Punkte hatte, hat gewonnen. Allerdings hatten iCrimex und Savile im Vorhinein schon viel, er meint viel doch bessere auch schon Karten seine gehabt, alten sodass Standardskill an sich schon... Weil das jetzt in meiner, alten gar keine Chance hatte quasi. Und natürlich auch verloren hat. Und als Strafe musste er eine richtig scharfe Chili was essen. Und Standardskill hat am Anfang so getan, als ob die Chili überhaupt nicht scharf ist. Aber ich denke, das kennt ihr doch alle, wenn man einfach versucht, zu stark zu bleiben und sich den Schmerz nicht anmerken zu lassen. Ich denke, das kennen alle von euch und so ging Standardskill auch. Jetzt beginnen wir aber mal mit dem... Der kleine Funfact, der war danach wirklich sauer auf Savile und mich, ne? Weil wir wollten dann noch feiern gehen in den Club und so. Und er so, oh, jetzt habe ich hier, mein ganzer Mund brennt, wir wollen noch feiern gehen, ich habe so einen roten Kopf und so. Such dir einen aus. Natürlich, Grüne. So, die Grüne. Die ja. Grüne ist eigentlich... Oh, okay. Er ist schon, egal. Ja. Ganz essen, ne? Das war bei mir in der Wohnung in Köln. Schon, ne? Wir kommen zur Chili-Bestrafung, Leute. Komm, essen. Das wird erst oben scharf, wo die Kerne sind. Warte, bis noch Kerne kommen. Digga. Das ist so, ey, ja, das Digga, er macht so, ist so eine halbe Paprika. Digga, er macht so einen auf Baba. Nee, das wird jetzt scharf. Digga, ist Kerne scharf. Ist nicht scharf, Leute. Ist nicht scharf. Als ob die nicht scharf ist. Bisschen, Digga. Jetzt kommen die Kerne. Ja, jetzt kommt's. Ich esse normalerweise sowas zum Frühstück, weißt du, Leute? Ja. Okay. Digga, ich riech, dass es scharf ist. Ja. Aber ein bisschen rot ist dir geworden gerade. Ist auch ein bisschen scharf ist. Also jetzt ist es. Ja. Aber muss ich wirklich sagen, Respekt, Bruder, hast du gut gemacht. Ja. An der Stelle, hast du auch eigentlich ganz gut dafür mitgehalten, dass wir uns halt einfach noch Holokarten davor dazugestellt haben. So aber passt auf, kein Scheiß, die da. Aber die. Also die da hab ich mir. Er war wirklich abgepackt danach. Eingesteckt, Leute, falls ihr es in der Cam gesehen habt. Pass auf, ihr seht wahrscheinlich in der Cam, dass wir. Digga, ohne Spaß, ihr habt für mich keine Ehre mehr. Nein, Digga. Nee, ihr habt für mich keine Ehre mehr, ich schwöre alles. Aber. Das war wirklich nicht gefaked und viele Pranks auf YouTube sind ja gefaked. Er war wirklich abgefuckt danach. Auf uns. Kurz, war richtig sauer. Ja, aber ich will mit euch nicht mehr auf die Ehre. Digga, jetzt übertreib mal. Jetzt übertreib. Wer war der Typ denn? Hä? Das war ja bei mir in der Wohnung in Köln noch. Ey, Leute, ich krieg grad voll die Nostalgie-Vibes. Das war meine Wohnung da noch. Aber wer war er denn? Treib doch nicht, Bruder. Er übertreibt komplett. Er übertreibt. Wer war der Typ hier was bei ist mir? Da eigentlich? Das war ja zur Gamescom-Zeit bestimmt. Ja. Ey, das war halt ein Prank. Jetzt roll doch nicht. Auf dem ersten Platz hat Standardskill einfach seinen Livestream-Chat beleidigt, okay? Er hat gesagt, ihr Idioten. Wahrscheinlich nur aus Spaß. Aber was daraufhin passiert ist, ist wirklich unglaublich. Denn die Karma-Schelle hat einfach komplett zugeschlagen. Aber bleibt unbedingt ganz bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst. Schade, dass du tanzt. Ja, ich tanze, weil ich Bock drauf habe. Ja, Idioten finde ich, das ist aber auch nicht schlimm. Das ist ja halt so, ne, so spaßhalber.
wenn der Chat einen nervt, habe ich auch schon so gesagt, wenn man sagt, jetzt hört auf, das reinzuspammen, der Chat macht dann natürlich weiter, um einen zu ärgern, dann sagt man so, ey, reicht jetzt ihr Bummis oder so. Idioten ist ja jetzt nicht schlimm. Ich brauche das Gefühl, frei zu sein und deswegen habe ich gedacht, ich lege jetzt einen Tanz ein. Die Idioten. Schade. Idioten. Ja, das hat er doch voll ironisch gesagt, war voll zum Spaß. Passt auf. Und jetzt Karma Schelle kommt direkt. Jetzt passt auf und lernt. Weil der Idioten Alter, lernt einfach. Guck zu. Pam, ich hab angefaked. Perfekt, Leute. Das war's gewesen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute. Euer Crimex.